herzlich willkommen bei E-Book Thriller. Mein Name ist Patrick. Ich nehme euch heute mit auf den zweiten Teil unserer Sizilien-Rundreise. Den ersten Teil werde ich euch hier im Video nochmal verlinken, wenn ihr den auch noch ansehen wollt. Wir nehmen euch mit ins Valle di Templi, nach Noto, Syrakus, Catania, Taormina und nach Naxos. Viel Spaß! Wir starten auf unserem Agriturismo in der Nähe von Agrigent und machen uns direkt auf den Weg ins Valle di Templi. Altgriechische Baukunst im Bestzustand. Mittendrin die Villa Aurea, bewohnt von Alexander Hardcastle, einem ehemaligen britischen Offizier, der die Ausgrabungen vor Ort förderte. Aus dem Tal der Tempel machen wir uns entlang der Südküste auf dem Weg nach Osten. Hier kommt unsere Tomatensoße her. Kilometerlang nicht enden wollende Plastikfolie auf Feldern. Wir erreichen Noto. Den Regen finden wir ganz passend. Immerhin war es ein ziemlich trauriger Anlass, der Platz für so viel Neues schuf. 1693 pulverisiert ein Erdbeben das alte Noto. Das neue entsteht 14 Kilometer weiter. Es gilt heute als die schönste Barockstadt Siziliens. 1986 folgt der nächste Schock. Die Stadt ist baufällig. Wer das nicht glaubt, tut es 10 Jahre später. 1996 stürzt die Kuppel der Kathedrale ein. Da kann ein bisschen göttlicher Beistand nicht schaden, finden wir. Heute locken wieder die bühnenartigen Plätze, Treppen und Straßen mit ihren immer neuen Sichtachsen die Besucher dieser wunderschönen Stadt. Wir düsen weiter und machen uns auf den Weg nach Syrakus. Und wir verraten euch, warum wir froh sind, endlich einen Parkplatz in diesem schönen Parkhaus zu haben und warum wir uns niemals wieder auf die automatischen E-Mails von Booking verlassen werden. Und wie ist die Stimmung? Ihr sollt was sagen. So mittel. Ich muss nicht aufs Klo. Ich weiß nicht, wie du meinst. Unsere Prachtherberge. Sag mal, krieg ich Regen ab? Kann das sein? Du wolltest doch deine Jacke mitnehmen. Warum wir jetzt hier sitzen, das hat einen Grund. Wir wollten nämlich eigentlich schon vor 3 Stunden in unserer Unterkunft sein, aber die Vermieter waren nicht anzutreffen. Sie waren nicht da, sie haben sich per Mail nicht zurückgemeldet und sie haben auf alles nicht reagiert. Booking, tralala, hat auch Mühe gegeben, aber die haben noch eine halbe Stunde Zeit, sich dann zu melden. Und es hat sich keiner gemeldet. Jetzt haben wir eine Alternativunterkunft und jetzt sind wir sehr gespannt, wie es drin aussieht, weil draußen sieht es so aus. Guck mal, ne? So. Kleines Detail, was ihr da hört. Eine Klimaanlage, die kann auch im Frühling in Italien noch wichtig werden, weil wir haben hier kaum Fenster, ein paar Fenster zum Innenhof. Aber
Aber es ist ein bisschen frisch hier drin und so ein bisschen Feuchtigkeit oder so. Da ist es gar nicht schlecht, wenn man noch ein bisschen heizen kann. Unser Fazit, es ist noch mal gut ausgegangen, aber zwei Dinge nehmen wir mit. Zum einen, nehmt unbedingt eure Buchungsnummer mit, denn ohne die kommt ihr bei Booking nicht in den persönlichen Chat, in den Stoßzeiten. Das heißt, nur dann wird euch konkret geholfen. Zum zweiten, wenn euch der Vermieter, die Vermieterin nicht persönlich kontaktiert und ihr nur die automatischen Mails, die von Booking versendet werden, erhaltet, werdet misstrauisch und werdet im Vorfeld schon aktiv. So viel dazu. Syrakus war immer eine Seefahrerstadt. Allein heute haben hier ein Kreuzfahrtriese, die Rainbow Warrior von Greenpeace und ein privates Seenotrettungsschiff festgemacht. Die Rest People. Im November 2018 sticht sie als Alain Kurdi von Rostock aus in See. Sie war das erste zivile Rettungsschiff im Mittelmeer unter deutscher Flagge. Während die Vorbereitungen auf die Saison in vollem Gange sind, erreichen wir den Ursprung der Stadt. Die Fonte Aretusa. Es ist die Süßwasserquelle direkt am Meer, noch heute von Papyrus umstanden. Als die Griechen Syrakus 733 vor Christus gründen, leiten sie seinen Namen vom phönizischen Suraka-Sumpf. Heute düsen Elektroautos aus dem Kunststoffdrucker genauso durch die Altstadt wie die allseits gegenwärtigen Dreiräder. Syrakus gilt als eine der glanzvollsten Städte des Magna Graecae. Hier die gute Stube von Syrakus, die Piazza Duomo mit der prächtigen Barockfassade des Doms.
Bevor wir aufbrechen, lüften wir noch das Geheimnis der Gasleitungen. Es gibt sie nicht. Weder für die Heizung noch für den Herd. Gekocht wird hier mit Gas, aber direkt aus der Flasche unten im Schrank. Unsere Reise führt uns nach Taormina, vorbei am alles bestimmenden Vulkan Ätna. Das Ionische Meer und der Ätna bilden die atemberaubende Kulisse für die Ruinen des antiken Teatro Greco von Taormina. Wir verlassen das mondäne Taormina und beobachten den Badeort Naxos dabei, wie er ganz langsam aus dem Schlaf erwacht. Wir machen uns auf den Weg nach Catania, der letzten Station auf unserer Reise. Dort erwartet uns eine mondäne Unterkunft. Die versprüht den Schick der, sagen wir, 70er Jahre und bietet Platz ohne Ende. Das Schönste ist gar nicht der viele Platz. Viel beeindruckender finden wir die Herzlichkeit, mit der wir in den meisten Stationen unserer Reise empfangen werden, wie auch hier. Gerüche können wir zum Glück noch nicht übertragen und das ist gut so. Denn der Markt von Catania ist ursprünglich im wahrsten Sinne des Wortes. Die schwarze Tochter des Ätna, so nennen die Einheimischen Catania. Das nicht nur wegen der finsteren Geschichte, immer wieder ist es durch Erdbeben und Vulkanausbrüche erschüttert worden. Nein, es sind die Fassaden, die von der dunklen Lava, von dem dunklen Lavagestein geprägt sind. Della ricerca e della solidarietà Teleton con tantissime altre esibizioni e poi invece thank you.
für uns nahe der Zeitpunkt, Abschied zu nehmen, Lebewohl zu sagen. Von den Menschen, von den Tieren und von so kleinen praktischen Dingen wie dem Abtropfschrank über der Spüle. Wir werden wiederkommen nach Sizilien. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, abonniert den kleinen Kanal und helft ihm beim Wachsen. Ungefähr 2-mal im Monat gibt's was Neues. Wir sagen Danke und vielleicht bist du auch beim nächsten Abenteuer dabei.